An der Stelle übrigens auch gerne noch mal ein bisschen Werbung in eigener Sache. So projektemäßig, keine Ahnung, damit ihr nur mal einen kleinen rudimentären Überblick noch mal haben soll, könnt über das, was momentan auf meinem Kanal so abgeht und so. Neben der Tatsache, dass ab nächster Woche Freitag natürlich Mario Kart 8 losgeht und hoffentlich den einen oder anderen da draußen unterhalten wird, habe ich ja momentan meinen, ich erledige ein paar Altlasten, Marathon. Also ich erledige einfach ein paar Altlasten, mein Gott, ja. Ich beschäftige mich damit höchst ausgiebig, weil ich finde, ich muss mich irgendwie damit beschäftigen und das ist irgendwie auch alles furchtbar richtig und so. Und was zum Beispiel für Altlasten? Nun, da wäre zum Beispiel Pokémon Colosseum, was aktuell wieder auf meinem Kanal läuft. Ein LP, was ich vor einem Dreivierteljahr oder so, glaube ich, gestartet habe, wo ich nicht sonderlich weit gekommen bin, aber ja, dass ich jetzt eben so ein ganz klein bisschen wieder zelebriere und hoffentlich da eigentlich auch ganz gut, ja, vorankomme und irgendwann vielleicht auch mal durchkomme und so. Dann darüber hinaus noch ein weiteres 3DS-LP neben Mario Kart 7, was ihr momentan auf meinem Kanal sehen könnt. Nämlich Resident Evil Revelations. War auch so ein Ding, was ich damals relativ früh gestartet hatte, wo mir allerdings so ein bisschen die Aufnahmemöglichkeiten fehlten, weshalb ich so ein ganz klein bisschen die Lust dran verloren hatte. Mittlerweile besitze ich die Aufnahmemöglichkeiten jedenfalls, weshalb ich mir einfach mal so denke, jupp, kann man mal so machen, kann man mal wieder so starten und so. Und ja, ansonsten bin ich auch noch fleißig bei The Legend of Zelda The Wind Waker dabei, was mittlerweile einen ganz guten Stand erreicht hat. Und ja, wo ich einfach auch denke, dass ich da ganz, ganz bald noch, ganz, ganz bald noch, ja, weiter voranschreiten kann und dass ich dieses LP hoffentlich auch ganz bald zu einem erfolgreichen Ende bringen kann. So, das hatte man mir ja gesagt, wie man das mit der Super 7 macht. Man drückt einfach komplett durch und dann, bis man irgendwann den Stern hat und dann fährt man. So in der Art macht man das. Das sehe ich auf eine gewisse Art und Weise ein. Okay, ja, irgendwie noch auf Platz 4 schlawinert, obwohl das Rennen gar nicht danach aussah. Mittlerweile haben sich auch wirklich ein paar Leute in den Raum verirrt, die sehr viele Punkte aufweisen. Also LP-Drache mit seinen 24.000 knapp ist ja sowieso einer, wow, einer der Topscorer. Ich glaube, der hat Mario Kart 7 ganz lange und ganz ausführlich gespielt und bestimmt auch viel Spaß damit gehabt. Ansonsten war Niwek, okay, der wussten wir ja auch, dass er relativ viele Punkte hat. Jetzt ist noch irgendjemand mit dem Namen Luxanity oder so, glaube ich, in den Raum gekommen, der irgendwie auch um die 17.000 Punkte hat oder so. Also das sind so die Leute, die offenkundig sehr, sehr viel Spaß mit Mario Kart Hupsala. Mit Mario Kart Hupsala hatten, genau. Was ich eigentlich machen wollte, war diese komische gelbe Bande treffen, damit die mich nochmal so ein bisschen nach oben katapultiert. Aber ich glaube, das war die vollkommen falsche Herangehensweise. Stattdessen sollte ich die nächsten Male einfach mal so drüber fliegen. Ich glaube, das ist ein bisschen mehr von Erfolg gekrönt. Stelle ich mir zumindest so ein bisschen vor. Naja, okay. So. Dupdi-dupdi-dup. Ich bin auf dem letzten Platz, aber das ist egal, denn ich komme jetzt nach vorne. Das ist ganz schön wahr. Tralalala. Genau, so. Und jetzt bin ich immer noch auf Platz 7, aber das ist nicht schlimm, weil dafür bin ich jetzt viel näher am Feld dran. Und wenn ich jetzt nämlich das letzte geniale Item bekomme, nämlich noch einen tollen Stern, dann müsste es mir ja theoretisch möglich sein. Ne, irgendwie ist der Kurs zu kurz. Die bekommen doch alle tolle Items. Wie soll man hier nach vorne kommen? So, hier, Goldpilz. Zack, 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 zack. Husch, 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 husch. Husch, husch, husch. Husch, husch, husch. Nicht mal so konnte ich den. Hatte der Metal Mario auch einen Goldpilz? Das habe ich gar nicht beobachtet. Das war Sidney übrigens. Luxality. 17.000 Punkte. Tachikoma. 19.000 Punkte. Herrlich. Ja, Luxality konnte sich davon trotzdem nicht viel kaufen. Absolutes, itembasiertes Rennen. Ganz schlimm. Nächster Kurs, Dingensbummels, hier, der Shy Guy Bazaar oder so, oder irgendwie sowas in der Art. Ich habe jetzt nicht wirklich auf den Namen geachtet, der Strecke. Ich habe jetzt nur gerade überlegt, Moment, was ist das da hinten, kommt dir bekannt vor? Komisch orientalisch und so weiter, ja, das müsste irgendwie doch so ein Shy Guy genügt sein. Ach so, das ist Spiegel, Mensch.
Ich habe gerade ein bisschen meine Rampe vermisst, aber okay, das müsste man mir an der Stelle verzeihen können. Ist es auch nicht so ein Kurs, den ich in den letzten Tagen viel gefahren bin? Also, manche Kurse in Mario Kart, die kommen ja verdammt häufig dran, andere eher nicht. Vor allem hier auch in Mario Kart 7. Wobei wir ja dann andererseits auch mal festhalten müssen, dass heute zum Beispiel der Regenbogenkurs noch gar nicht dran kam. Was auch faszinierend ist, weil ansonsten hatte ich den immer. Irgendwie ist der extrem und super und sowas von beliebt. Die Rosalina da hinten hat mich jetzt nicht abgeschossen, was ich seltsam finde und was ihre vertane Chance war, denn, ja, sieht man ja jetzt, ne? Hätte sie mich mal lieber in den Abgrund befördert. Das wäre irgendwie klüger gewesen, vermutlich. Na gut, okay. Neue Runde, neues Glück. Mal gucken, ob unsere Items uns jetzt irgendwie mal, ja, entweder nach vorne oder weiter nach hinten bugsieren können. Irgendjemand hat dort ganz viel Lust auf mich mit seinen Feuerbällen, aber ich tue ihm nicht den Gefallen und lass mich von ihm treffen. So war zumindest der Plan. Ja, wenn er mich weiterhin, boah, wie viele Feuerbälle hat er denn? Wenn er mich weiterhin so beackert, dann habe ich natürlich ein Problem. Du, 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 du. Kleiner süßer Metal Mario. Was sollte das denn? Das war unfair. Das war mega unfair. Sag ich jetzt nur mal so, ne? Dup, dup, dup. Hilfe. Ja. Direkt auf dem Wüstensand fahren ist, glaube ich, auch ein bisschen schlecht. Ja, direkt auf dem Wüstensand fahren ist auch ein bisschen schlecht. Ja, direkt vom Blitz getroffen werden ist auch ein bisschen schlecht, insbesondere auf dem letzten Platz. Herrliches Rennen. Ja, gut. So, Item Power und so, weil ansonsten komme ich nicht mehr nach vorne. Da hat man jetzt. Oh, Kugelwilli, yay. Sieht man auch nicht oft. Und was mir gerade so einfällt, man kann mit dem Kugelwilli auch die Münzen einsammeln, wenn er da durchfährt. Das ist interessant. Ich dachte, die würden dann eher verpuffen oder irgendwie sowas in der Art. Mann, wer schießt denn da auf Platz 6 einen grünen Panzer nach hinten? Was soll denn das? Da hindert man doch nicht da, das hebt man sich für vorne auf und so. Das, also, nee, das geht doch nicht. Ja, so, no, no, no. Armer kleiner Hering kommt einfach nicht nach vorne. So, jetzt vielleicht. Ja. Okay. Ja, der Blitz war natürlich ziemlich, ja, ne? Auf normalem Wege wäre ich jetzt nicht mehr auf Platz 4 vorgekommen, aber okay, man muss halt auch ab und zu mal einfach Glück haben. Das sei mir an der Stelle hoffentlich auch so ein ganz klein wenig vergönnt. Wow, Luigi Flipper. Wow. Ja, so oder so ähnlich darf man sich jetzt an der Stelle fühlen. Na gut, okay. Mal gucken, ob uns dieser Kurs hier Glück bringt. Ich bin gerade ein bisschen überlegen, was meine weitere Abendplanung angeht. Naja, ich werde natürlich die Videos hier bearbeiten müssen. Oder dürfen, oder was heißt müssen. Aber ja, nee, damit ihr morgen quasi gesehen auch was habt, das wäre mir irgendwie lieber, wenn ich da wenigstens ein Mario Kart 7 Part fertig gemacht hätte. Und so wie ich mich kenne, mache ich dann natürlich gleich alle fertig. Und ja, ich kann das einfach nicht ab. Wenn ich irgendwie bei so Videobearbeitung und dergleichen mir irgendwas aufhebe oder so für den Folgetag, das hasse ich. Wenn ich alles beisammen habe, dann will ich auch sofort das Video fertig machen und ja, ist mir dann in dem Moment einfach lieber. Keine Ahnung, ich kann sowas nicht liegen lassen. Aber geht vielleicht einigen anderen Leuten auch so oder so, ich weiß nicht. Oder bin ich schon ein Video-Junkie? Ich habe keine Ahnung. Ab und zu fühle ich mich ja so. Ist aber gar nicht so extrem gemeint oder irgendwie sowas in der Art. Das macht mir halt in deren Beziehung einfach nur Spaß. Also, das ist meine Art von Spaß. Kann mir vorstellen, dass es für andere eher noch ein bisschen anders ist. Aber gut, okay. Ich mache hier nebenbei noch ein bisschen was. Während das Video einfach so rendert oder so in der Art, da kann ich ja selber zum Beispiel Let's Play-Videos schauen oder dergleichen. Und mal ein bisschen gucken, was die anderen Leute so treiben. Ist leider irgendwie momentan nicht so viel, was bei meinen Abos der Fall ist. Was komisch ist, wo ich doch erst vor kurzem wieder so ein paar neue Leute geaddet hatte, also geabonniert hatte. Aber na gut, okay, vielleicht gucke ich auch einfach nicht richtig. Ist halt immer so eine Sache. Bei Wollo zum Beispiel, ich guck mir aktuell Kirby bei ihm nicht an, weil ich unter Umständen Kirby mal selber spielen will oder so. Und das hier mit den Flipperarmen, ich glaube, ich wurde in meiner ganzen Mario Kart-Karriere noch nie von diesen Flippern getroffen. Und gerade jetzt dann immer so bing, bing, bing und hast du nicht gesehen. Das macht irgendwie absolut keinen Spaß.
Geht aber einigen von euch, glaube ich, auch ähnlich, oder? Mit dem LP-Schauen. Man guckt sich ja nicht zwangsläufig ein LP zu einem Spiel an, was man unter Umständen plant, nochmal selber zu spielen. Also, ja, höre ich zumindest auch ganz oft, wenn ich irgendwelche Let's Plays starte oder dergleichen, dass mir dann andere Leute irgendwie schreiben, ja, Hering, viel Spaß mit dem Let's Play, aber ich werde es nicht gucken, weil will ich nochmal selber spielen und so. Ist dann in dem Moment halt so. Ich muss es dann auch so hinnehmen und im Endeffekt kann ich sehr gut nachvollziehen, ja. Wenn man tatsächlich sowas selber nochmal spielen möchte, da hatte ich jetzt irgendwie einen Knick in der Optik. Wenn man tatsächlich sowas nochmal selber spielen möchte, dann lässt man es halt bleiben. Jo, das war nicht so toll, das Rennen. Weiß jetzt gar nicht genau, woran das lag. Na gut, vielleicht am Flipperarm. Okay. 5.696 Rennpunkte. Ob ich nochmal die 6.000 hier schaffe? Also vor allem, na gut, ob ich sie schaffe, ist vielleicht, steht vielleicht außer Frage. Aber wann ich sie schaffe, das ist die nächste Sache. Die fliegende Festung, sie fliegt hier herum. Dumm. Nee, fliegt sie eigentlich wirklich? Eigentlich steht sie doch mehr, oder? Also, na gut, sie fliegt zwangsläufig, weil sie, aber sie steht ja auf der Stelle. Sie ist ja quasi gesehen an diesem komischen Turm. Sie ankert ja hier. Also, von daher, na gut. Bisschen unglücklicher Name, aber was soll's, was, sie tut halt das, was fliegende Festungen am besten können. Von daher passt das so einigermaßen. Yay, irgendwie der eine Pilz ist verschwunden, obwohl er nicht hätte verschwinden können oder dürfen oder sollen oder was auch immer. Online-Code. Wuhu, wir lieben es. Es ist so ein Ding, worüber sich ein paar Reviewer wieder ausgelassen haben, dass das in Mario Kart 8 ja so ähnlich sein wird, dass man wieder nicht genau weiß, wo der andere ist und so weiter und so fort. Aber das sind halt alles so Dinge. Mein Gott, mittlerweile kennen und lieben wir es doch eigentlich. Von daher passt das schon. Das habe ich auch noch nie gesehen. Dass da links einer auf der Brüstung entlang fährt. Finde ich super interessant. Gut. Wie dieser eine Typ hier, ja genau, mit seinen grünen Panzern hier alles auffällt, finde ich weniger interessant. Finde ich geradezu ein bisschen nervtötend, wenn ich das mal so sagen darf. Pfui, blauer Panzer, Flieg und Sieg. Wuppdiwuppdiwuppdiwupp. So richtig nach vorne bringt mich das nicht. Weiß gar nicht warum. Sehr, sehr komisch. Ich habe auch irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, als... Ah, verdammt! Als wäre der Sound nicht so hundertprozentig richtig, aber das kann echt an meinen Kopfhörern liegen. Ich hatte ja gestern schon so ein kleines Problem bei meiner Resident Evil Aufnahme. Ich muss das irgendwie mal genauer eruieren, beziehungsweise da mal einen Fehler herausfinden. Ich dachte irgendwie, dass es gestern vielleicht an Skype lag, weil immer wenn man Skype mit irgendetwas Audiomäßigem noch nebenbei betreibt, Skype verstellt alles, wenn man es nebenbei aufruft. Das ist so schlimm. Ja, aber... Ich weiß nicht, das kann ja nicht der übermäßige. Ich glaube nicht so richtig, dass das der einzige Grund dafür ist. Vielleicht täusche ich mich auch, und wenn ich die Aufnahmen nachher anhöre, dann ist es okay. Zumindest ist es nicht mehr so, dass ich es nur auf einem Ohr höre, so wie bei Resident Evil, sondern ich höre es auf beiden Ohren, aber halt nicht so, wie ich es sonst höre. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Manche Soundeffekte wirken irgendwie lauter als andere und so weiter. Das Ganze fällt eng beisammen. Wenn ich zum Schluss nochmal ein Item, ein gutes Item bekommen hätte, dann hätte ich vielleicht noch mal irgendwie einen Satz nach vorne machen können, aber so enttäuschend. Toads Piste, ein weiterer wunderbarer und toller Kurs. Na gut, okay, ich glaube, das wird dann auch wieder bezeichnenderweise der letzte Kurs an diesem Abend sein und ich weiß auch genau warum. Shy Guy hat jetzt nur bedingt Glück gebracht. Okay, ob es jetzt nur an Shy Guy lag, sei mal dahingestellt, aber zumindest von der Fahrer-Fahrzeug-Kombination hätte ich gedacht, dass mir das hier ein bisschen besser liegt mit dem fiesen Flitzer und ich weiß gar nicht, welche Reifen ich drauf habe. Entweder die Retro-Reifen oder die Slick-Reifen oder so. Ich glaube, es sieht eher nach Retro aus. Na gut, okay, was soll's. Fürs nächste Mal nehme ich mir also irgendeine andere Kombination vor, in der Hoffnung, dass mich das ein bisschen weiter nach vorne bringen wird. Und in der Zwischenzeit können wir uns alle dann noch einmal ein wenig weiter auf Mario Kart 8 freuen. Wenn ihr dieses Video hier seht, es sind wieder ein paar Tage ins Land gegangen und dann haben einige vielleicht von euch sogar schon Mario Kart 8, weil sie es früher durch ihre Händler bekommen haben oder so. Und sind schon ganz fleißig am Zocken und so weiter und so fort. Sollte das der Fall sein, dann wünsche ich euch an der Stelle natürlich viel Spaß.
Wie gesagt, mein Let's Play zu Mario Kart 8 geht jetzt wohl am Freitag los. Je nachdem, muss ich mal gucken. Von wegen Video aufnehmen und so weiter. Das will ja auch alles irgendwie, ja, muss ich ja Zeit für finden und so, ne? Aber das wird schon irgendwie einigermaßen so passen. Und ja, ich freue mich einfach drauf. Und wenn ihr euch auch drauf freut, dann wäre das irgendwie was ganz, ganz arg Tolles. Wow, das war knapp. Okay. Für den Moment soll es das dann aber einfach mal mit einem herausragenden zweiten Platz gewesen sein. Luxality fuhr zwar allen davon, aber der Hering hat seine Chance genutzt. Und irgendjemand mit nur einem Rennpunkt ist auf dem letzten Platz. Ich weiß nicht genau, was er uns damit sagen will. Gut, egal. Mir hat es an der Stelle wieder sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, euch auch einigermaßen. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich in einem meiner nächsten Videos wieder. Ich würde mich freuen. Für den Moment sage ich dann aber erstmal wieder Tschö mit Ö. Und hoffentlich bis ganz, ganz bald.